Also mein Name ist Winfried Glatzeder. Ich habe in dem Film von Peter Kern mitgespielt, Der letzte Sommer der Reichen, in dem ich da den Privatsekretär Boris gespielt habe, der eine fiese Sau ist. Okay. Also Winfried Glatzeder, herzlich willkommen zur Berlinale und zu den Teddy Awards. Sie spielen eine zentrale Rolle in Peter Kerns neuem Film, Der letzte Sommer der Reichen. Ja. Vielleicht können Sie ganz kurz erstmal erklären, wie Sie überhaupt in das Projekt eingestiegen sind mit Herrn Kern zusammen. Ich habe vor Jahren mit Peter Kern, ich glaube vor 20 Jahren, einen Film gemacht in Düsseldorf, als er noch in Düsseldorf lebte und wir gemeinsam am Düsseldorfer Schauspielhaus Theater gespielt haben, hat er einen Film, der hieß Gossenkind. Und da habe ich schon mal mit ihm mitgemacht und das war eine schöne Zusammenarbeit. Und diesmal hat er gesagt, kommst du nach Wien? Und da ich Wien liebe und da ich das Buch nicht verstanden habe, aber dachte, spielt ja keine Rolle, wenn du nach Wien kannst. Geld gab es eh nicht oder wenig. Okay. Da habe ich gesagt, ja, kann ich mit Peter mal wieder arbeiten. Mhm. Das war eigentlich alles. Es ist eine korrupte, äußerst korrupte Welt, die so inszeniert wird in dem Film. Wie haben Sie sich denn dann mit dem Drehbuch vertraut gemacht, wenn es am Anfang ein bisschen schwer war. Die korrupte Idee von mir, da mitzumachen, das wäre, wenn ich 100.000 gekriegt hätte. Die korrupte Welt in diesem Film. Ja, okay. Wie haben Sie sich damit vertraut gemacht? Die ist ja nicht korrupt, die ist ja ganz normal. Das ist ja, ich meine, wenn man hört, dass mit Millionen bestochen wird, dass Prozesse laufen gegen Herrn Mittelhoff und Prozesse laufen, also da wird ja überall geschoben und gemacht. Es geht, glaube ich, darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass neben dem Geschäft, was in diesem Staat stattfindet, also dass so ein Bundeskanzler dann auf einmal für Gazprom für 30.000 oder mehr im Monat Beraterfunktion, weil er das politische Hinterland hat und die Lobbyarbeit machen kann. Das ist alles okay. Das ist eben so verrucht oder nicht verrucht, wie es ist. Aber dass darüber hinaus Beziehung, Sinnlichkeit, Zärtlichkeit, dass all die Begriffe, die nicht sozusagen zu kaufen sind, Freundschaft, also alles das spielt eben auch noch bei uns Menschen eine Rolle. Und das wird ja ziemlich auf eine ziemlich drastische Art und Weise gezeigt. Ja, und es wird gezeigt, dass diese Frau mit ihrem Geschäft, wo sie Milliardärin ist, unzufrieden ist, unglücklich, hohl, ne, und versucht jetzt über ihre Leidenschaft sexueller Natur eine Erdung zu bekommen, eine, wie sagt man, sinnliche Erdung zu bekommen und den Spaß am Leben zu haben. Haben Sie den Film gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Also, da geht es ja bei uns allen. Ja, herzlichen Dank. Es geht bei uns allen ja immer darum, dass wir manchmal arbeiten für Dinge, die man nicht so doll findet. Und dann geht es darum, dass man eine Beziehung eingeht. Aber warum ist der Film gerade vielleicht so aktuell, wenn Sie eigentlich sagen, dass es ja immer ein Thema ist? Ja, ich fand ihn auch deswegen aktuell, weil irgendwie in den letzten von den Feministen angemahnt wurde, wir wollen jetzt auch mal über unsere Probleme reden, für unsere sinnlichen Probleme, ja, die Feministen. Und da hat Peter natürlich voll die Nase gehabt, dass er sozusagen so eine kräftige, taffe Geschäftsfrau mit einer Nonne das höchste Glück erfahren lässt und am Ende erstochen wird, weil im Hintergrund noch eine andere Geschichte läuft, nämlich sie zu enterben, wo ich derjenige bin, der profitiert, weil das meine Tochter ist, die ich da vorgeschickt habe. Genau. Ja. Also das heißt, auch da ist sie wieder auf was reingefallen und da ist es eben anders. In der Liebe oder sagen wir mal in der Sinnlichkeit ist es ja so, dass man groß investieren kann und so, aber das Ergebnis auch nicht sicher ist. Bei den Geschäften ist das, wenn man clever ist, sicherer. Aber das ist Sinnlichkeit oder Beziehung sind ein bisschen zu manipulieren schon, aber das muss wirklich auf Gegenseitigkeit beruhen. In einer Welt, wo alles käuflich ist.
Und war, um die Erfüllung zu bekommen. Und warum ist es jetzt gerade aktueller als vielleicht vor 30, 40 Jahren? Oder ändert sich das einfach? Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich meine, es ist ja immer interessant, über was sagen wir, die meisten machen Filme über die ungleiche Verteilung des Reichtums der Gesellschaft. Mhm. Die meisten. Das ist so in, ja, seit den 70er Jahren. So ein Betroffenheitskino. Das ist so schrecklich, diese Welt. Die Klassengesellschaft. Ja, die Klassengesellschaft und diese verruchte Konsumgesellschaft und so. Okay. Und dann gab es schon in den, wie gesagt, vor 20 Jahren, wo wir mit Peter da gemacht haben, einen Film, wo es eben auch um Sinn geht. Bei Peter Kern geht es immer eigentlich darum, auf der Suche nach dem Glück. Und das Glück ist nicht, eine Million anzuhäufen, sondern das Glück ist, mit einem Menschen eine Beziehung einzugehen. Ja. Glaube ich. Das stimmt. Ist bei Peter das. Mhm. Wie haben Sie sich denn auf Ihre Rolle vorbereitet? Wie haben Sie den versucht zu verstehen? Ich habe mich wie ein Handwerker, wie ein Tischler, der sein Holz mitbringt, wenn er irgendwo eine Schrankwand baut. So habe ich meinen Text gelernt und habe dann mein handwerkliches Wissen, was ich habe, im Herausfinden der Situation, da ist ja, viele Leute sind ja zu beachten, da ist der Kameramann, da ist der Regisseur, da ist der Requisiteur, da ist der Tonmeister, alle wollen irgendwas von einem. Und da muss man ziemlich gelassen sein, dass man weiß, was ist das Wesentliche in der Szene. Und dann was ist denn auch das was würden Sie sagen, ist das Wesen dieses... Das Wesentliche ist eine gewisse Authentizität in dem Augenblick zu sein. Also, dass man so in so einem Interview möglichst die große Wahrheit und wenn man was verschweigt oder wenn man lügt, es so rüberzubringen, dass sie es nicht merken oder die Zuschauer nicht merken. Also das heißt, ein guter Schauspieler ist der, der den Zuschauer am besten reinlegen kann. Mit einer Lüge. Es ist ja schon, ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, ziemlich vielleicht neu oder noch nicht gesehen, dass es eben, dass die Protagonistin eben doch eine Lesbe ist. Sie müssen ein bisschen lauter sprechen. Die Protagonistin, ich bin auch ein bisschen alt mit... Ich versuche nochmal anzufangen. Dass die Protagonistin eine Lesbe ist, die so viel Macht besitzt. Und das hätte man vielleicht vor 20 Jahren nicht gesehen in einem Film. Dass die Hauptdarstellerin... Ja, weiß ich nicht. Ja, wir hätten sich vielleicht die Feministin aufgeregt und gesagt, was, bei uns gibt es so eine Schweinerei nicht oder so. Oder wir, dass die Sadomaso-Spiele macht und so. Na, mittlerweile weiß man, dass es so viel Schattierungen gibt in der Gesellschaft, dass auch kein Aufschrei ist, wenn so eine Vertreterin der Großindustrie. Es gab jetzt einen Aufschrei, dass die Aldi-Brüder irgendwie 30 Millionen verloren haben, weil sie irgendeinem Kunsthändler anvertraut haben, dass er alte Autos für sie kauft. Die sind ja nun beide gestorben, Aldi Nord und der ist gestorben. Aber die Erbmasse, also die Kinder und Schwiegertöchter, haben jetzt den Prozess gegen den Kunsthändler und haben den Prozess gewonnen, dass sie 30 Millionen an überteuerten Gebühren wiederkriegen. Jetzt kommt noch mal ein Zivilprozess. So, das sind, wie sagt man, sind in den Kreisen sozusagen 30 Millionen oder Herr Hoeneß, ich weiß nicht, auch wie viele Millionen veruntreut werden. Mich würde ganz noch mal interessieren, jetzt, wie die Reaktion des Publikums. Der Zuschauer. Na, ich habe ja den Film auch nur einmal gesehen und ich mag eigentlich meine Filme gar nicht sehen, weil ich so viel an mir auszusetzen habe. Das ist so wie, ich würde mal sagen, auch, also ich muss gezwungen werden, eigentlich was zu sehen. Da war ich gezwungen zuzugucken und ich habe an mir so viel auszusetzen, das ist fürchterlich. Aber an die Reaktion des Publikums? Die haben gelacht, die haben geguckt und so. Und das kann ich gar nicht beurteilen. Ich fand die Stimmung nicht schlecht. Okay. Also ich will mich zurückhalten. Okay. Nicht schlecht. Okay. Vielen Dank, Winfried Glatzeder, für das kurze Interview.